Das heißt, wir haben jetzt hier von der höchsten, also von dem T3 haben wir jetzt zwei, und zwar Hengst und Stute. Das heißt, ich muss mal die Augen offen halten, wann mal irgendwann Saddlebred T4 vielleicht reinkommt, ein Zertifikat. Das wäre natürlich cool, wenn das mal reinkommen würde. Ich weiß es nicht, ob es das schon gegeben hat. Ich glaube, man kann das nicht angucken. Ich glaube, man kann das nicht sehen, wenn man das Zertifikat nicht hat. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, wir können auch mal gucken, ob wir mit denen, was haben die denn nochmal für Werte? Momentchen, halt, das war falsch. Tempo und Ausdauer sind nämlich da die besten Werte. Also mit denen kann ich definitiv auch gut was anfangen. Warte mal, Salat habe ich, glaube ich, angebaut. Da können wir gleich mal gucken. Aber warte mal, ich schicke Lucia jetzt trotzdem schon mal wieder ins Training. So, die kann schon mal wieder ein bisschen sich weiterbilden hier, weiterbilden lassen von euch. So, hier habe ich hier auch gezüchtet? Nee. Hier haben wir Perlen rausbekommen. Hier habe ich nicht gezüchtet. Hier ist es tatsächlich gerade auch momentan eigentlich gar nicht so wirklich sinnvoll zu züchten. Das würde mich jetzt gerade nur Geld kosten eigentlich. Von daher habe ich das jetzt hier erstmal eingeschränkt, beziehungsweise komplett eingestellt. Weil was soll ich züchten, wenn ich hier gerade keine Boxen frei habe und ich hier gerade alles das habe, was mich jetzt ja reizen würde, was mich jetzt hier interessieren würde. Das wäre ja ziemlicher Blödsinn. Deswegen denke ich, ist es doch besser, wenn ich hier das erstmal weglasse. Spart mir im Endeffekt Geld, ne? So, wie sieht's hier aus mit dem blauen Futter? Oh, Athena hat Level 12 erreicht. Die Münzen wären uninteressant. Wir bekommen die Ausdauerverbesserung. Ausdauer mit zwei Schleifchen. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Damit wird Athena für die Rennen für uns auch schon mal wieder interessanter. Blaues Futter haben wir nicht. Das heißt, das müssten wir mal herstellen. So, aber ich glaube, Echo können wir füttern. Das Futter müssten wir noch haben. Und Echo hat Level 11 erreicht. Nee, nicht Echo. Calimero. Und wir bekommen hier Regenwetter. Schade, die Ausdauer wäre natürlich mega gewesen. Aber Regenwetter ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir schon mal eine Wettervorliebe. Das ist auch wichtig. Also persönlich sind mir immer noch die Fähigkeiten lieber, weil die sind halt immer auf der höchsten Stufe in den Rennen erst zu bekommen. Aber das passt schon auch. Das ist so schon auch okay. So, hier warten wir, denke ich mal, noch ab. Können wir hier noch irgendwie. Nee, ich habe kaum noch Weintrauben und Kirschen. Da müssen wir erstmal wieder hier ernten. So, und jetzt können wir das hier, das Dosenfutter hier, das mag irgendwie momentan keiner haben. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ansonsten machen wir mal alles. Ich muss hier dringend mal noch irgendwie an Diamanten kommen, weil ja momentan das Ausbauen der Oasen noch günstiger ist. Aha, jetzt haben wir das erste Mal Musik. Dü, 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 dü. Siehste, wusste ich doch, dass ich hier noch Salat angebaut habe. Aber ich kann mir ja nicht rauszoomen. Das ist doof. Rüben könnte ich, glaube ich, auch nochmal gebrauchen. Das heißt, wir bauen vier Rüben an und hier kommen vier Erdbeeren hin. So, können wir das Quiz schon wieder machen? Ja, das habe ich nämlich heute Morgen schon mal gemacht. Unter den 12 chinesischen Tierkreiszeichen ist das Pferd Nummer 7. Wissenschaftsquiz. In welches Reich gehören die Pferde biologisch gesehen? Urtierchen, Animalia, Pilze. Ja, Animals. Welche Pferderasse wird gewöhnlich für Rennen eingesetzt? Das ist hier bei dieser Auswahl das englische Vollblut.
So, jetzt kann man wieder rauszoomen. Das ist praktisch. Guck mal, dann können wir Shelly auch noch mit Salat füttern. Oha, dann haben wir aber wahrscheinlich wieder keins mehr für unseren Azteca-Hengst. Dann hätten wir wahrscheinlich doch den Salat besser für ihn aufgehoben. Müssen wir mal gucken. Shelly wird ja ausziehen, weil da habe ich ja die legendäre Stute. Das wäre blödsinnig, wenn ich da Shelly behalten würde. So, guck mal, das Futter müssen wir doch hoffentlich auch haben. Nein, uns fehlt eins. Oder zwei sogar. Das heißt, das muss ich dringend herstellen. Ich hoffe, das kann ich gerade herstellen. Ja, ich kann es herstellen. Da habe ich aber keine Kirschen mehr für. Keine Kirschen. Was hat sie jetzt gerade für Werte, Marble? Auch gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, mit wem wir das Rennen machen könnten. Das Nordische, obwohl das können wir dann eigentlich mit Soni machen. Mit Soni wird es eigentlich am meisten Sinn machen. Obwohl Soni hat nur die silberne Ausdauer auch. So. Zara schicken wir auf die Wiese. Befehle Franz haben wir, glaube ich, kein... Ne, Futter haben wir nicht mehr, aber er ist Level 12 geworden. So, Ausdauer oder Schneevorliebe? Was kriegen wir? Möhrenmuffins brauche ich momentan eigentlich nicht. Wir kriegen die Ausdauer, die goldene, mit zwei Pfiffchen unten dran. Gut. Es ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Bei ihm ist es mir wichtiger als bei Shelly, weil Shelly ja auf jeden Fall geht. Da Marble ein Stütchen ist, aber er könnte definitiv, oder er wird definitiv noch ein bisschen bleiben. So, und Zeus hat Level 11 erreicht. Ich werde ihn übrigens noch umbenennen. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich ihn nennen werde. Ich habe mir da ein paar sehr schöne Namen ausgesucht, bin mir aber noch unsicher. Und natürlich die Münze. Natürlich das, was ich am allerwenigsten gebrauchen kann bei einem Pferd, wo es so mega wichtig ist, dass ich da Glück habe beim Würfeln, weil das halt einfach mega teuer in der Anschaffung war. Da habe ich Pech. Ja, lass uns mal gucken. Wir müssten hier 4000 Meter zurücklegen. Huch, das wollte ich gar nicht. Falsch geklickt. Haben wir denn hier noch Salat? Ja, now we have the salad. The salad for the horse. So, 4, 3, 2, 1. Für Ramon. So. Und jetzt lasst uns doch hier mal gucken. 4000 hatte ich gesagt. In Levantina könnten wir das rein theoretisch auch machen. Weil die hat... Okay, jetzt haben wir hier natürlich keine Schneebegabung bei ihr. Oh. Das ist ja jetzt mistig. Jetzt gebe ich 15 Diamanten aus, aber wollte ich das gar nicht in den Magneten. Jetzt habe ich 15 Diamanten zum Fenster rausgeschmissen. Das ist natürlich ärgerlich, dass man das scheinbar direkt auslöst, wenn man auch nur in die Nähe kommt. Von dem Button. Jetzt kann ich natürlich jede Menge Zaster hier sammeln, aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ein Frühwarnsystem für Hindernisse vielleicht, weil die sieht man ja hier teilweise mega schlecht. Ich hatte gesagt, 4000 muss ich zurücklegen. Ja, da war ein Hindernis, das habe ich nicht gesehen. 4000 müssen wir zurücklegen, damit wir diese Tränen bekommen für die Fantasiepferde, aber die interessieren mich eigentlich gar nicht, die sind nur Mittel zum Zweck. Weil danach bekomme ich halt, wie gesagt, die Wetterverbesserung. Ein Viertel des Weges haben wir zurückgelegt.